Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Drakensang am Fluss der Zeit. Ich wurde schon von einer Weile darauf hingewiesen und ich habe es dauernd wieder vergessen, mit der Auralia nochmal zu sprechen. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Denn ich hatte die Quest gar nicht zurückgegeben. Ich habe nämlich den Lästermäulern euer Bier verabreicht. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Danke vielmals. Hier, eine kleine Belohnung für eure Mühen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich denke erstmal nicht. So, und dann reisen wir nochmal ganz schnell an den Hafen. Denn ich sollte auch nochmal mit dem Ulbin reden. Der hat vielleicht auch noch was für mich. Willkommen bei Ulbins Gemischtwaren. Was darf es sein? Ja, da können wir uns auch noch vielleicht einen Auftrag abholen. Der Müller erwartet eine Lieferung von mir. Würdet ihr sie ihm wohl vorbeibringen? Die Mühle liegt südlich von Nadoret. Mal sehen, ob ich zufällig bei ihm vorbeikomme. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Okay, dann... Bevor wir dann die andere Mission machen, die vom Gerling, ist das vielleicht keine dumme Idee, wenn wir dann... vielleicht gerade noch so ein kleineres Quest dazwischen schieben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Müller ist. Steht jetzt auch nicht hier als... der Müller? Wo ist der denn wohl? Windmühle. Wahrscheinlich bei der Mühle, oder? Laufen wir doch mal zur Mühle. Ich meine, wo sollte ein Müller sonst sein? Ein netter Name. Müller Dinkelfein. Das sag ich dir. Sag an, du bist schon mal bei den Nordmännern gewesen. Das nicht. Aber die Legenden schwachen doch bis an unsere Küste. Wenn der nicht bei der Mühle ist, dann mache ich aber das andere Quest weiter. Weil ich dann jetzt auch nicht hier durch die Gegend rennen will und umsuchen. Noch ein Versuch. Und wieder etwas einbeeren. Schön, dass es immer hier Sonnenschein hat, kein Regen. Stellt euch vor, wir müssten hier bei Regen durch die Gegend latschen. So, das sieht doch sehr nach Mühle aus. Und da ist der Müller Dinkelfein. Mit seiner Frau. Nee, mit seiner Tochter. Hallo, was gibt's? Da hast du aber Glück gehabt, dass du so eine schöne Tochter hast. Ich habe eine Lieferung von Ulbin für euch. Ah, danke vielmals. Nehmt doch bitte diese Münzen als Belohnung für eure Mühe. Verflixt nochmal, Berisa. Ich hab dir schon ein Dutzend Mal gesagt, dass du endlich das Mehl wegschaffen sollst. Und ich hab dir schon ein Dutzend Mal gesagt, dass mir die Säcke zu schwer sind. Schaff dir doch endlich einen Knecht an. Dann kann der sich die Hände an diesen blöden... Dann lassen wir die beiden wieder alleine. Und das hat uns immerhin einen Levelaufstieg eingebracht. Das war also gar nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben. Selbstbeherrschung finde ich wie immer sehr gut. Pflanzenkunde steigere ich, auch wenn ich vielleicht noch ein Gruppenmitglied bekomme, dass ich das vielleicht auch kann, aber ich weiß ja nie, wen ich so mitnehme und... Deswegen gucke ich erstmal, dass ich da das für mich erstmal so ein bisschen mache. Und ich wollte ja hoffentlich irgendwann einen Dolch. Weil Schwert haben wir auch nur eins. Ist die Frage, ob ich mir doch mal einen kaufe. Ich weiß nicht, ob irgendeiner der Händler einen hat. Ansonsten müsste ich halt eigentlich erst Schwert steigern, weil sonst können wir im Nahkampf dann ja überhaupt nichts anrichten.
Und für Alchemie soll man eben... Können wir noch gar nicht. Weil Einbindsaft brauen ist nicht immer auch eine ganz gute Idee. Dann gucke ich gerade mal, ob wir nicht doch irgendwo einen Dolch herbekommen. Wenn nicht, steigere ich halt Schwert. Was soll's? Also Schwert und Bogen. Was ist denn der schnellste Reisepunkt? Da ist ein Amboss. Ja gut, ich laufe dann wieder dahin. Und reise dann zum Marktplatz. Ich kann auch nochmal mit dem Olwin reden, ob er noch ein Paket hat. Würde sich vielleicht lohnen, hier mal einen Paketboten einzustellen. In Torwald, da sitzen die Teufelskerle. Das sag ich dir. Sag an. Reines Sehen. Du bist schon mal bei den Nordmännern. Kräuter und Tinkturen. Nee. Kommt und seht. Willkommen bei Olwins Gebiet. Ich habe hier ein Paket für dich. Tatsächlich. Tee. Gib das doch bitte beim Schneider Makusi ab. Ihr findet Marktplatz. Auf dem Marktplatz. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Alles klar. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Das ist natürlich ganz gut, da wir sowieso zum Marktplatz wollen. So. Der Schneider. Du bist der Schneider Makusi. Was? Viel zu tun. Jedes Kleidungsstück der ganzen Gegend ist schon mal durch meine flinken Finger gegangen. Ah ja. Ich habe hier ein Paket für DP. Man sagt, ihr wüsstet, was damit zu tun ist. Ah, endlich. Ich danke euch. Nehmt dies hier als Lohn. Kann ich euch denn anderweitig behilflich sein? Irgendwie kommt mir dem seine Stimme bekannt vor. Zeigt mal eure Kleider. Sehr schöne gestreifte Hosen können wir hier kaufen. Ganz viele andere bunte Hosen, Arbeitshosen. Okay. So viel dazu. Also hier gab es doch zwei... Die Händler... Die anderen zwei Händler waren nicht direkt am Marktplatz, oder? Waren die denn jetzt? Mal der eine verkauft Schmuck, der Kleider, das ist die... Auralia... aber da können wir vielleicht gerade mal... Was kann Aurali? Alchemie lernen. Okay. Dann kann ich zumindest schon mal hier... So, 4 Punkte sollten doch ausreichen, damit wir... Was? Talentwert 5. Oh, einen noch. So, jetzt aber. Damit wir einen Saft machen können. Und das war's dann auch schon. 4 Einbeinsaft. Damit sind wir wieder ein bisschen besser gerüstet. Also da war der Bogenbauer und auf der Karte kriege ich die anderen Leute nicht angezeigt. Juwelier. Kann ich rein, rauszoomen. Fein gearbeitete Amulette und Ringe für wirklich jeden Finger. Jetzt bin ich irgendwie gerade... Ich weiß nie, wo diese anderen beiden Stände waren. Komme ich immer eher zufällig vorbei. Laufen wir noch ein bisschen durch die Gassen von Nardoret.
Ich dachte immer, die wären hinter dem Schneider. Es gibt auch noch so ein kleiner, ach, der kleinere Marktplatz, genau, das war das. Oder bei dem Zeugwart vielleicht auch. Meinen Gruß, lasst euch von... auf Deutsch. Hier, sehr schön. Dann steigern wir das noch weiter, weil das können wir eher. Und damit geht's vielleicht besser dann auch als mit dem Schwert. Oh, wir hätten aber hier noch einen schweren Dolch gehabt. Oh nein! Man sollte halt erst gucken, dann kaufen. Verdammt. Kaufe ich mir den jetzt noch? Schwerer Dolch. Mal merken. Ich guck grad nochmal bei dem Zeugwart. Das war jetzt doof. Blüht, blüht, blüht. Naja. Wie wäre es mit Rüstzeug? Du hast hauptsächlich Rüstzeug. Okay. Dann. Breitschwert, Speer. Dann kaufe ich mir den schweren Dolch. Ich hoffe, das ist keine zu dumme Idee. Nachher kommt vielleicht, weiß nicht. Aber das, ich meine, das ist halt immer so. Nachher kriegt man vielleicht irgendeine tolle Waffe noch und weiß es noch gar nicht, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach ein. Das gehört ja mit dazu bei so einem Spiel. Meinen Gruß. Lass dich. Ah ja, das ist noch ausgerüstet. Das kann ich da nicht verkaufen. Also, den wieder zurück. Und dann nehmen wir den. Sehr schön. Und dann steigern wir das auch gleich. Okay. Das finde ich erstmal gut. Waffen edle. Und dann... Ach Quatsch. Meinen Gruß. Und das kauf ich das Schwert noch? Du doch nur von deiner miserablen Ware ablenken. Und jetzt juckt meine Nase. Entschuldigung. Jetzt geht's weiter. So, das gefällt mir. Jetzt können wir endlich... Entschuldigung, werte Städter, ich habe sie angerempelt. Jetzt können wir doch endlich die Quest angehen. Die Mission mit dem Gerling. Feinstes Schmuckwerk aus fernen Landen. Fein gearbeitete Amulette und Ringe für wirklich jeden Fink. Frau Küstenkröte, wieder nicht. So, und der Sache gebe ich jetzt auch einen Namen. Ich nenne das einfach jetzt Mission Gerling. Nun, seid ihr bereit und habt alles Nötige beisammen? Ja, lasst uns beginnen. Jetzt dann bin ich wirklich bereit. Ernst. Wir treffen uns nach Einbruch der Dunkelheit hinter dem Praios-Tempel mit den anderen. Kommt. Okay, hinter dem Praios-Tempel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Schauen wir mal, was uns da jetzt alles erwartet. Nadoret bei Nacht. Das gefällt mir gar nicht. Die anderen müssten schon längst hier sein. Oh, oh, nicht gut, nicht gut. Vielleicht patrouilliert die Hafenwache doch und sie sind aufgehalten worden. Ausgeschlossen. Dann hätten wir sie gesehen. Nein, es muss... Psst, da kommt jemand. Pyrus. Jakon, wir... Gerling, er... Was ist mit Gerling? Was ist passiert? Wir waren... Er wollte etwas nachsehen. Diese Schmuggler haben ihn in ihrer Gewalt. Ich konnte nicht eingreifen. Sapperment. Wie konnte er nur so leichtsinnig sein? Irgendetwas muss ihn verunsichert haben. Konntest du sehen, wohin sie ihn gebracht haben? Nein, ich wollte Gerling nicht in Gefahr bringen. Einer von ihnen brummelte noch etwas von den beiden großen Lagerhäusern und einziger Weg ins Hafenviertel. Wenn wir Gerling befreien wollen, müssen wir wohl oder übel durch diese Lagerhäuser schleichen. Schnell. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben.
Ihr habt recht, wir sollten keine Zeit verlieren. Auf zu den Lagerhäusern. Wir haben beide in der Gruppe. Hallo. Ei. Ich kann euch auch schon steuern. Du bist auch eine Bogenschützin. Hast aber schon viel mehr drauf und als Halbelfe auch noch Zaubersprüche. Interessant. Ja. Und du kämpfst mit Stab und kannst auch zaubern. Elementarer Diener. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wie lange und ob man die in der Gruppe behält. Ob ich da irgendwas machen sollte, großartig. Ich werde die erstmal so lassen, wie sie sind. Normalerweise ordne ich nämlich sonst meine Quickleiste hier unten, aber da gucken wir erstmal, wie das so weitergeht noch. Des Nachts in geheimer Mission. Befreie Gerling und finde einen Weg ins Hafenviertel. Durch das Fehlen der Hafenpatrouille können die Schergen der Schmuggler schalten und walten. Dennoch müssen wir einen Weg ins Hafenviertel ausfindig machen. Und der arme Gerling wurde von den Schmugglern gefangen genommen. Dann gehen wir doch mal dorthin. Alle auswählen. Ja, die Richtung. Schäbiges Fass. Und alle drauf. Yay. Eine komische Kameraperspektive. Oh. Schmuggler, Schmuggler, spreche. Oh nein! Leute von der Schmugglerbande! Wie konnten die mir folgen? Darüber können wir später grübeln. Sie haben uns nicht bemerkt. Vielleicht sollen sie auch nur Schmiere stehen, während das Schiff entladen wird. Ich habe eine Idee. Was, wenn ich eine Falle im Durchgang aufstelle und wir sie dann hineinlocken? Gar nicht schlecht, Feiras. So machen wir es. Falle hört sich gut an. Ei? Wo hast du denn Fallen? Hier. Wegwerfen, Info, aufteilen. Ich zieh dir jetzt mal da rein. Oh, mach gerade mal die Kiste auf. Das nehme ich dann mal gerade an mich. So, und dann tun wir die dahin. Okay, und eine nebendran. Da. Ich habe es noch nie gemacht. Das sieht aber doch schon ganz gut aus. Oh, nur dass die jetzt schräg ist. Und jetzt lockst du sie an. Am besten schießen wir jetzt mal einen Pfeil. Achtung! Da sind sie, los, schnappt sie euch! Ha! Sehr cool. Schon liegen sie flach. Okay, dann wir zwei Damen mal ein Stück zurück. Mit dir weiter in den Fernkampf. Ja? War ihr! Bitte? Und du darfst hier vorne loslegen. Finte. Alles klar. Zaubern kannst du natürlich auch. Die zwei Fallen. Sehr geil, die haben die wirklich total flach gelegt. Ignifaxius! Ignifaxius, das ist neu. Dass er das sagt. So. Ach ja, jetzt steht ihr wieder auf, okay. Mach! Vielleicht solltest du noch einen Armatrutz benutzen. Ich habe zu wenig Ausdauer. Ich kann immer noch keinen gezielten Schuss benutzen. Der andere steht hier auch auf. Ich glaube nicht. Okay, das war's. Sehr schön. Ha, fette Beute. Oh, Haarnadeln und Dietrich.
Ich nehme an, die werden wir noch gebrauchen können. So, und weiter geht's Richtung Hafen. Ach so, ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich sehr schlau. Deswegen konnte ich eben nicht mehr schießen. Ich guck mal, dass ich hier den Weg runtergehe und da hoch. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.